Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge Let's Play Omsi 2, den Omnibus Simulator. Und ich muss gucken, ob die Aufnahme läuft. Die Aufnahme läuft. Weil F12 ist nämlich auch ein Screenshot. Ja. Wir haben einen Hamburger Bus. Und zwar den Mercedes-Benz Citaro 2 im Hamburg HVV Repaint. Ich wohne ja selbst in Hamburg und fahre mal mit denen zur Schule. Das ist ziemlich witzig. Der ist sehr detailgetreu. Ja, doch, würde ich schon sagen, weil hier diese ganzen kleinen Details, hier diese Schilder zum Beispiel, alkoholfreie Zone, oder dieser Boden, der ist dann echt auch drin, dieser Holz, na gut, ist kein Holzboden, aber dieses Holzbodendesign. Zu diesen Sitzen, der originale HVV-Bus hat andere Sitze, könnt ihr mal googeln, wenn ihr wollt. Der hat halt nicht diese Sitze, der hat halt moderne Sitze, sind halt Hochbahnsitze. Dazu gibt es noch zu sagen, diese Knöpfe sind extrem cool. Wenn du da drauf drückst, die leuchten. Aber das ist auch eine andere Geschichte. Denn, ja. Übrigens, hier haben wir übrigens nochmal den Knopf. Können wir es hier aufmachen. Hier haben wir unseren Getränkehalter, wollte ich schon sagen. Hier können wir unser Kassenfach rausnehmen und rein. Hier können wir das Lenkrad umstellen. Aber das lassen wir mal so. Ja, dann melden wir uns mal an. Ich habe auch schon eine Linie angenommen. Wir fahren auf der Map Gladbeck. Die Linie 188, wie ihr oben schon seht. Sieht man das? Ne, sieht man nicht. Ja, genau. Das wollte ich jetzt sagen. Wir fahren auf der Map Gladbeck die Linie. Die Linie 188 zum Movie Park. Die finde ich nämlich sehr cool. Da sind ein paar kleine Details bei. Werdet ihr sehen. Eine sehr coole Map. Gebe ich hier mal ein. 188.000. Oder 1.0. Hätte ich gar nicht mehr gebraucht, glaube ich. Movie Park über Schuldendorf. Okay. Gut. Ist auch die originale Anzeige, diese weiße. Ja. Schöner Bus. Wir haben übrigens gerade 20 Uhr. In echt haben wir auch gerade so rund um die 20 Uhr. Ja. Dann fahren wir mal los, würde ich sagen. Ich fahre übrigens im Moment ohne Lenkrad. Because mein Lenkrad ist funktioniert. Oh, ohne Lenkrad ist echt blöd, die Kurve. Ja, da ist nämlich eine Halterung gebrochen. Ich hatte das G27. Ist eigentlich, also bei mir läuft es eigentlich immer zu verlässig. Ich habe eigentlich nichts zu meckern. Nächste Haltestelle, Goetheplatz. Goetheplatz? Ich habe eigentlich nichts zu meckern. Nur die eine Halterung ist leider gebrochen. Ist ja auch klar, wenn man mal so ETS fährt und mal ein bisschen. Ja, gut, wenn man mal ein bisschen schneller um die Kurve fährt und das Lenkrad halb wegreißt. Ja, gut, kann passieren. Bisschen Druckluft rauslassen, wa? Ich finde das auch ein schöner Bus. Diese Anzeige ist leider nicht original. Das ist original Hochbahn. Der wird ja angezeigt und gleich die nächste Haltestelle. Genau wie diese Fenster sind auch Hochbahn hier. Wie gesagt, diese Aufkleber haben die halt nicht. Und vorne die Aufkleber sind auch ein bisschen anders. Könnt ihr mal alles googeln. Das Fenster ist hier auch elektrisch. Ja, könnt ihr mal googeln den Kram. Bei der HVV, die haben nämlich einen Bildschirm da drin. Monitor. Wird alles angezeigt, die nächsten drei Haltestellen und ein paar Grundinformationen. Nur die Frage ist, ob wir heute noch fahren dürfen.
Aha, ich wusste es. Ich wollte gerade ein Stück vorfahren. Aber eine geile Ampelschaltung. Das kennt man hier in Hamburg auch gut, so eine Ampelschaltung. Ich habe mir übrigens einen Timer gestellt. Wir haben noch gute 7 Minuten. Die Folgen werden auch wieder so 10 bis 15 Minuten. Halt, ich mach dann halt da Stopp, wo es gerade passt. Hier links? Ja. Oh, 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 links ist rot. Oh Mist. Ich dachte, das wäre grün. Oh Gott. Oh Gott. Puh. Stimmt, wir haben gar keine Passagiere. Ich kann Vollberäumung machen. Ihr könnt übrigens auch mal schreiben. Ich kann mal ein bisschen Werbung machen. Meine Damen und Herren, eine wichtige Durchsage. Hier spricht Umsi-Fahrer Nummer 3. Könnt ihr auch gerne mal den Umsi-Song angucken. Über YouTube. Ja, also holen Sie sich Ihre Fahrkarte. Denken Sie immer daran, trotz des Straßenfahrplans sich immer an die Straße zu halten. Junge, Junge. Ich habe auch Glück. Denke ich mir, starten wir auf, dann haben wir Rot. Was ist denn das für eine scheiß Ampelschaltung? Oh, immer wenn ich gerade... Oh Gott, ich sollte früher losfahren wollen. Das hat der Hamburger Bus übrigens auch auf Lager. Ja. Ich sollte ein bisschen Gas geben, ich muss die Verspätung aufholen irgendwie. Lenkrad kann ich nicht gut fahren. Ich hab's inzwischen schon ein bisschen mehr um sie gespielt im Moment. Also ich kann das wieder. Leck. So. Ich muss sagen, ohne Aufnahme läuft das eigentlich sehr flüssig, die Map. Alle Linien außer 255. Das finde ich auch cool hier. Nämlich, wenn ihr mal hört, wir hüpfen hier. So, wollt ihr einsteigen, Leute? Dann kommt mit. Jetzt, die Türen. Aber ich weiß nicht, was manche sagen, dieser Motor. Hier, man hört Geräusche. Finde ich cool. Manche Leute sagen ja, der Motorgeräusch oder so sei nicht realistisch. Ich finde, der ist realistisch. Willst du nicht rein? Dann fahren wir halt weiter. Ach, da sind ja auch welche angestiegen. Ja, da sind welche angestiegen. Nächste Haltestelle, Münsterländerstraße. Das ist echt blöd hier mitten. Mit der Tastatur und dem Gelenkbus zugleich. Gefährlich. Ich glaube, ich fahre gleich mal mit einem... Entweder fahren wir mit einem älteren Mercedes gleich mit den U405er. Nein, oh Gott. Der fährt ja, Leute, das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen. Oder mit einem alten. Mal gucken. Also auch mit einem alten. Ja, ist er. Nicht. Guten Abend. NL heißt er so, ja, ne? Hatten wir Ansagen? Das ist auch cool. Echt ein weiter Abstand, man kann nicht mal auf 30 km/h beschleunigen. Talstraße. Und dass man gleich an einer Haltestelle ist. Das ist sehr gut, für die Leute zumindest. Das ist ein Blödsinn. Oder hier in Hamburg, da sind auch viele Haltestellen direkt hintereinander. Ja, nicht direkt, aber schon, ne, in unmittelbarer Nähe. Da fragt man sich immer, was das soll. Können die Leute nicht 2 Meter laufen? Tja. Warum fährt er gerade schneller, wenn ich bremse? Bisschen gruselig, ne? Oh.
So, 3, 2, 1, grün. Ja, komm. Komm. Komm, oh, hab ich ein Pech. Das kann doch nicht sein. Guck das. Boah, ich muss mich aber jetzt richtig spurten. Ich habe 3 Minuten Verspätung. Oh, immer noch scheiß Tastatursteuerung. Oh, oh, oh. Ah. Dieser Fahrstuhl ist nicht für meine alten Beine. Ja, das ist ja schön für deine alten Beine. Der Fahrstuhl ist ja nichts dagegen. Das ist ja widerlich. Mann. Ja, Mann. Leute, mit Tastatur zu fahren ist im echten Leben auch nicht so einfach. Oh, da beschweren sich auch immer viele Busfahrer drüber. Ah, dass sie nicht gut mit Tastatur fahren können. Weil die fahren auch mit Tastatur. Die haben nicht alle ein Lenkrad. Wäre eigentlich ganz witzig. Oh. So, der Timer sagt, die Zeit ist vorbei. Das heißt, die Folge sagt auch, die Zeit ist vorbei. Und das heißt außerdem, dass wir jetzt hier mit einem wunderschönen Screenshot diese Folge beenden werden. Da würde ich sagen, wir müssen uns beeilen, 3,4 Minuten Verspätung. Bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.